mal alle ansprechen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen im Rahmen der Medienortsverein dagegen Flagge zu zeigen. Und deshalb ist es schön, dass ihr heute alle hier seid. Ja, wir haben vorbereitet ein paar für rechtsextreme Gewalt. Tagtäglich erreichen uns Meldungen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die NSU-Morde, der Mord an dem Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke und die rassistisch motivierten Morde in Hanau, Kassel oder vor 30 Jahren in Solingen sind grausame Beispiele eines extremen Rassismus und machen mich sehr betroffen. Das ist nicht meine Vorstellung von einer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Ich möchte in einem Land leben, in dem alle Menschen frei und ohne Angst leben, ganz gleich, in welchem Viertel sie wohnen, wen sie lieben, woran sie glauben und woher ihre Familien einmal kamen. Deshalb müssen wir alle für Freiheit, für Demokratie und unsere Werte kämpfen und nicht einfach als gegeben hinnehmen. Serpil Temes Unvar hat in Hanau ihren Sohn Ferhat verloren. Was sie gesagt hat, ist eine Mahnung an uns alle. Ich zitiere: Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod muss das Ende rassistischer Angriffe sein. Wir stehen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein. Und ich wünsche mir, dass der weit verbreitete Populismus als solcher entlarvt wird und nicht die Oberhand gewinnt. Genau damit, mit populistischen Aussagen, versucht auch die AfD zu punkten. Lasst mich nur drei Beispiele aus ihrem Wahlprogramm beleuchten. War von Journalisten gefragt worden, warum sie die Einladung der russischen Botschaft am 8. Mai zum Tag des Kriegsendes, die Russen sagen zum Tag des Sieges, nicht angenommen hätte. Sie antwortete, sie habe die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg nicht feiern wollen. Ich antworte mit folgenden Worten. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, mit Wogenprall und Sturmgebraus, dann wäre Deutschland nicht zu retten und gliche einem Irrenhaus. Man würde uns nach Noten zähmen wie einen wilden Völkerstamm. Wir sprengen, wenn Sergeanten kämen, vom Trottoir und stünden stramm. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wären wir ein stolzer Staat und pressten noch in unseren Betten die Hände an die Hosennaht. Die Frauen müssten Kinder werfen, ein Kind im Jahre oder Haft. Der Staat braucht Kinder als Konserven und Blut schmeckt ihm wie Himbeersaft. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre der Himmel national, die Pfarrer trügen Epauletten und Gott wäre deutscher General. Die Grenze wäre ein Schützengraben, der Mond wäre ein Gefreitenkopf. Wir würden einen Kaiser haben und einen Helm statt einen Kopf. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre jedermann Soldat, ein Volk der Laffen und Lafetten und ringsherum der Stacheldraht. Dann würde auf Befehl geboren, weil Menschen ziemlich billig sind und weil man mit Kanonenrohren allein die Kriege nicht gewinnt. Dann läge die Vernunft in Ketten und stünde stündlich vor Gericht. Und Kriege gäb's wie Operetten, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Zum Glück gewannen wir ihn nicht. Das ist jetzt nicht von mir, sondern es ist ein Gedicht von Erich Kästner. Und jetzt hört zu, aus welcher Zeit der stammt. Nur man hat den Eindruck, er könnte heute gesprochen werden. Es ist ein Text von 1930, ja, also bezogen auf den Ersten Weltkrieg. Die jetzt gerade wieder mit Füßen getreten wird. Und wir sehen, was für einer gefährlichen Zeit wir wieder leben, in der wir zusammenrücken müssen, zusammenstehen für unsere Grundwerte und die auch hochhalten müssen, für unsere Zukunft, für unsere zukünftigen Generationen. Es ist nicht selbstverständlich, in Freiheit leben zu können. Wir sehen es gerade, was auch in der Ukraine wieder passiert. Auch da ist ein Völkermord wieder an der Tagesordnung. Und wir müssen mehr oder weniger machtlos zusehen.
Das darf hier in unserer Bundesrepublik nicht passieren. Wir müssen dafür einstehen, jeden Tag neu für unsere Freiheit kämpfen und uns, wir als demokratische Parteien, uns dieser Herausforderung stellen und mit Argumenten und mit Worten diese auch wieder herunterdrücken. Das ist Gebot der Stunde und dafür stehen wir hier, auch in der Gemeinde Vöhl, vor unserer Haustür passiert ist. Und wir müssen dagegen angehen. Darum sind wir heute hier und ich bin froh, dass wir Flagge zeigen gegen diese Art des politischen Verständnisses, dass wir überhaupt nicht teilen können. Alten Pfarrhaus und meine Mutter weint, zittert und oben bei meinem Vater kamen zwei Gestapo-Vertreter. Sie gingen vorher die Treppe rauf, ganz als gehörte ihnen natürlich schon das Haus. Und sie diskutierten sehr laut, sehr heftig und sehr feindlich mit meinem Vater zusammen. Und meine Mutter saß unten und spürte das natürlich. Frauen spüren das ja manchmal noch mehr, wenn Gefahr, Spannung, Feindschaft da ist. Und in diesem Fall war es so, meine Mutter hielt mich immer fester. Ich war ja nur 4 Jahre alt, aber ich spürte, dass da eine Atmosphäre war, die wir sonst unter uns Kindern oder so nicht kannten. Und deswegen möchte ich nicht, dass unsere Kinder in Zukunft solche Dinge durchmachen. Ich bin in einer glücklichen Zeit, über 70 Jahre Frieden und einer Demokratie, in der jeder alles sagen kann, was er will, solange es nicht strafrechtlich ist. Und jetzt gibt es eine Truppe, die darauf abzielt, diese Wertegesellschaft, die wir über diese Jahre uns aufgebaut haben, zu zerstören. Indem man wieder herkommen will und will Vorschriften machen, wie jeder zu denken und zu handeln hat. Und die Freien Demokraten, es ist ja schon im Worte drin, im Namen, stehen für eine freie Gesellschaft, für eine Gesellschaftsordnung, in der es keine Diskriminierung geben darf. Und das beginnt auch schon jetzt bei uns auf den kleinen Dörfern. Und wenn ich den Namen Nationalsozialismus höre und wir heute hier stehen und wehren uns gegen eine ähnliche Partei, dann graut es mir. Und ich stelle auch immer mit Bedauern fest, dass der Einzelne sagt, ich kann ja nichts machen. Jeder Mensch hat nur eine Stimme. Und wir sollten in unseren Familien anfangen, darüber zu diskutieren. Dass die weiter diskutieren. Denn ich glaube, dass in unserer Bevölkerung noch viele gibt, die ganze Sache verharmlos ansehen. Wir haben es ja nicht nur mit dem Rechtsextremismus in Deutschland zu tun. Wenn wir nach Europa schauen, sitzen sie schon überall in den Parlamenten und in Italien auch in der Regierung.